Hey Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Format, das ich jetzt mal ausprobieren werde. Das sind so die Tutorials zum, also das wird nicht nur Minecraft sein. Ich werde zu vielen Spielen zum Beispiel Tutorials machen, wie man am besten farmen kann oder was man wo am besten farmen kann. Da ich mir gedacht, fängst du einfach mit dem simpelsten an, was es bei Minecraft gibt, und das ist Strip Mining. Wem es nicht bekannt ist, dem erkläre ich es jetzt. Strip Mining ist so, ihr steht zum Beispiel auf dem Berg, drückt einfach mal F3 und dann seht ihr da, wie hier so. Seht ihr dann, da steht 9, nee, da steht 70, ja? Also wir sind jetzt auf Ebene 70. Nun schaufelt ihr oder grabt euch so weit runter bis Ebene 12. Das machen wir jetzt mal. Da sehen wir, es wird weniger. Und da müssen wir uns jetzt einfach runtergraben. Das dauert zwar immer ein bisschen und deswegen werde ich jetzt auch ganz einfach mal das hier machen. Also es ist schon mit einer gewissen, wir gehen mal hier so in das Sichere. Okay, wir sind schon viel zu weit. Also, ja, wir sind jetzt schon Ebene 3. Das ist jetzt natürlich blöd, dass das hier so ist. Also, normalerweise irre ich mich jetzt auch auf. So, jetzt sind die weg. Jetzt werden wir auf Ebene 17, graben wir uns runter bis auf Ebene 12. Hier bleiben wir stehen. Gehen wieder in den Survival Mode und jetzt grabt ihr immer so einen Tunnel, egal in welche Richtung. Ihr könnt es in jede Richtung machen. Natürlich am besten noch Fackeln anbringen. Ich hoffe, ihr seht jetzt was. Jetzt müsstet ihr mal wieder was sehen. Und macht das halt so weit. Und das ist der beste Weg. Diamanten, Eisen, was nicht alles zu farmen. So findet ihr das halt am schnellsten. Da Redstone zum Beispiel. Und das kann ich jetzt mal ganz kurz noch demonstrieren, wie das so weitergehen würde. Also man würde auf jeden Fall schon, man muss natürlich auch noch suchen. Kohle zum Beispiel jetzt gefunden, wieder etwas gefunden. Redstone, also Redstone zum Beispiel sowieso ganz oft. Diamanten aber auch. Diamanten findet man auch noch richtig oft. Also ihr könnt das so weit ausbauen. Dieses Höhlensystem ab der 12. Ebene findet ihr einfach am meisten. Also hier, so findet man normalerweise nicht so oft hintereinander Redstone und Eisen. Das ist auch kein Glück, das ist ganz normal beim Strip Mining. So, ganz einfach. Strip Mining. So, ihr müsst aber auch aufpassen, ihr dürft nicht auf Ebene 11 gehen oder so. Es ist wichtig, dass Ebene 12 bleibt, ja, nicht Ebene 6 oder so. Seht ihr, schon wieder was gefunden. Und das ist halt Strip Mining und das ist der schnellste Weg, etwas zu farmen. Ganz simpel und einfach. F3 drücken, runter bis Ebene 12 graben und dann frohmunter farmen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und jo, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Haut rein.